Hi, ich bin Achraz von Hake. Ich bin hier bei Ferrari Lux Sportivo in Meerbusch, Sales Manager seit 2009. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich möchte gerne jetzt 10 Fragen von euch beantworten, die ihr bei Instagram gestellt habt. Wenn ihr auch dabei sein wollt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt bei YouTube und bei Instagram. Also, lasst uns starten. Ja, sehr schwierige Frage. Enzo Ferrari hat mal gesagt, der beste Ferrari ist immer der nächste Ferrari. Ich finde, mein Lieblings-Ferrari ist wahrscheinlich ein Enzo Ferrari, weil er sehr extrem ist. 12-Zylinder, Mittelmotor, sowas gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Ist was super Seltenes. Ja, ansonsten ist natürlich ein paar Jahre her, dass der gebaut wurde. Mittlerweile gibt es viele schöne neue Modelle und ich kann gar nicht sagen, ob es jetzt den einen einzigen Lieblings-Ferrari gibt, aber wenn es einer wäre, dann wäre es der Enzo Ferrari. Die Leidenschaft für die Automobile begann sicherlich mit meiner Geburt, würde ich sagen. Also ich kann das gar nicht genau sagen, aber wie jeder Junge, der als Kind mit Matchbox-Autos gespielt hat, habe ich das natürlich auch getan. Und da war dann auch immer mal ein Testarossa dabei. Also die Leidenschaft hat früh begonnen und ja, wenn man von der höchsten Kategorie der Automobile spricht, dann fällt da auch sicherlich der Name Ferrari. Ich habe meine Ausbildung bei Luke begonnen mit Mercedes und bin relativ schnell in meiner Ausbildung zu Ferrari Luke Sportivo gekommen. Und da hat sich natürlich die Leidenschaft noch mehr entfacht, dass ich gesagt habe, hier will ich bleiben. Und natürlich gibt es verschiedene Bereiche, die super spannend bei uns sind. Aber mein Bereich ist halt das Verkaufen und da habe ich ja, früh die Leidenschaft für entwickelt und ja, mache das seit mittlerweile ja, guten 10, 11 Jahren. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei Luke, die sicherlich Benchmark ist. Automobilkaufmann habe ich dort gelernt und ich habe noch ein Studium abgeschlossen der Betriebswirtschaft. Aber ich bin der Ansicht, dass man mit einer guten Ausbildung zum Automobilkaufmann, das ja, top ausgebildet wäre. Bei uns bekommt man alle Ferrari-Modelle. Ob das klassische Autos sind, ob das neue Autos sind, ob das sogenannte Youngtimer sind, bei uns bekommt man alles. Man muss dazu sagen, dass wir natürlich bei klassischen Autos oder Youngtimer natürlich auch immer irgendwo ein Auto suchen muss. Es kann sein, dass wir das gerade nicht vorrätig haben, aber Neuwagen ist natürlich unser Hauptgebiet. Ob das ein Portofino M ist, ob das ein Roma ist, ob das ein 812 GTS ist, diese ganzen Fahrzeuge bis zu den limitierten Sondermodellen, Monza, 812 Competizione, das gibt es auch alles bei uns. Wir suchen ständig zuverlässige, engagierte Mitarbeiter. Zu den aktuellen Stellenausschreibungen kann ich gerade gar nichts sagen, aber schaut doch mal auf unserer Homepage nach. Dort haben wir alle Stellenausschreibungen immer inseriert. Es gibt sehr viele verrückte Ferrari-Momente in den ganzen Jahren, in denen ich hier tätig war. Viele sind sicherlich so verrückt, dass ich sie nicht erzählen kann. Viele sind sicherlich sehr persönlich. Ich muss dazu sagen, es sind natürlich auch geprägt die Geschichten von, ja, ich sag mal, von besonderen Persönlichkeiten. Ich habe mal ein Fahrzeug verkauft, der musste am gleichen Tag noch nach London gebracht werden, nachdem das Auto aufbereitet wurde und so Zulassung gemacht wurde. Das habe ich alles an einem Tag erledigt, bin ich dann abends um 20 Uhr nach London gefahren, war am nächsten Tag zum Frühstück in London und habe das Auto übergeben. Das ist ja sicherlich eine verrückte Geschichte, wenn man sich überlegt, dass das ein Ferrari ist, wo man jetzt sagen würde, da kann man sich auch noch vielleicht auch 1, 2, 3 Wochen drauf freuen. Aber nein, der Kunde wollte das Auto zum nächsten Frühstück da haben und er hat es bekommen. Oh, über Zahlen spreche ich natürlich ungerne.
Also grundsätzlich muss man sagen, dass das, was man verkauft, ja auch nicht ausliefert im gleichen Jahr. Das, was ich jetzt verkaufe, liefere ich vielleicht in diesem Jahr, vielleicht aber auch in 2022, vielleicht auch in 2023 oder 2024. Wir haben ja je nach Modell wahnsinnige Lieferzeiten. Das heißt, wenn ich euch jetzt sage, was ich dieses Jahr verkaufe, spiegelt das nicht wider, was ich auch ausliefer. Also ich verkaufe im Jahr zwischen 120 und 150 Fahrzeuge. Da sind Neuwagen, Gebrauchtwagen, Vorführwagen, alles dabei. Ist aber spiegelt sicherlich nicht den Durchschnittsverkäufer wider. Es kommt natürlich auf die Region an. Wir sind hier in Düsseldorf natürlich in einer Top-Region mit dem Ruhrgebiet, mit wahnsinnig vielen Menschen und Industrie. Ich verkaufe hier natürlich deutlich mehr als ein ja, Verkäufer vielleicht in einer kleineren Stadt. Die Provisionen sind abweichend von jedem Modell, ob es ein Gebrauchtwagen ist, ob es ein Neuwagen ist, ob es ein Vorführwagen ist. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass es auch ein bisschen darauf ankommt, was für einen Ertrag wir haben. Jeder Ferrari-Händler hat sicherlich ein eigenes Provisionssystem, aber es ist mit den anderen Automobilen Händlern, ob das jetzt Mercedes oder Lamborghini oder Porsche, ist es sicherlich vergleichbar. Aber ja, bewerbt euch gerne, es lohnt sich. Ja, es ist sicherlich eine sehr verrückte Zeit auch für uns, von Corona geprägt. Hat im letzten Jahr auch unser Geschäft so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wir wussten selber nicht, was wird uns Corona bringen oder nicht bringen. Wir müssen sagen, wir haben ein unheimlich erfolgreiches Jahr gehabt. Sicherlich geprägt von den Momenten, dass man nicht verreisen konnte, dass viele Menschen zu Hause bleiben mussten. Es ist sehr viel Geld im Markt, es wird investiert. Die Banken haben Minuszinsen. Auch das spielt wieder eine Rolle, dass doch sehr viel konsumiert wird und auch im Luxussegment. Also wir haben sehr viele Ferraris verkauft. Wir sind bei vielen Modellen ausverkauft. Selbst bei Serienmodellen sind wir ausverkauft. Wenn man zum Beispiel einen F8 Spider nimmt, das sind verrückte Zeiten. Wir haben sicherlich, ja, vielleicht auch aufgrund von Corona sehr, sehr gute Zeiten erlebt. Aber wir wollen natürlich, dass Corona schnell, schnell vorbei wird, sodass wir auch wieder mal tolle Events feiern können und dass es uns allen Menschen gut geht. Wir streben grundsätzlich ein Verhältnis von 1 zu 1 an. Also, dass wir, sagen wir, wenn wir 100 Neuwagen im Jahr liefern, dass wir auch 100 Gebrauchtwagen liefern. Und das ist ungefähr auch das, was wir so im Jahr machen. Also, zwischen 120 Neuwagen liefern wir auch, 100 und 120 Neuwagen liefern wir aus und zwischen 100 und 120 Gebrauchtwagen liefern wir hier auch aus. Ja, wir sind gerade in der Vorbereitung auf die kommende Zeit und ich habe so das Gefühl, dass da so in die Impfthematik so langsam Speed reinkommt. Man hört über so viele Freunde, die mittlerweile schon die erste Impfung hinter sich haben. Also die Inzidenzen gehen runter und wir planen die nächsten Events. Folgt uns auf Instagram, ihr werdet es sicherlich mitbekommen. Auch bei YouTube werden wir euch informieren und werden euch zeigen, was bald geplant ist. Aber ich kann euch sagen, wir planen derzeit die nächsten Events und die werden sensationell werden. Also, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne kommt auf uns zu, folgt uns bei Instagram und bei YouTube. Ich bin mir sicher, dass wir uns bald wiedersehen und ich freue mich auf eure Fragen. Also, bis bald, bleibt gesund.